Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Donnerstag, dem 26. Februar hier beim JFD Devisenradar. Grüß Sie, der Christian Kämmerer, und wir wollen heute das Major FX-Paar schlechthin, nämlich hier den Euro gegenüber dem US-Dollar unter die Lupe nehmen, der sich hier auch gemäß der Headline ja schon zu lesen in einer Seitwärtsrange befindet, die langsam aber sicher schon wieder fragwürdig scheint, aber auf der anderen Seite auch wieder einen baldigen Ausbruch bzw. Impuls erwarten lässt. Wir brauchen hier über den Wochenchart gar nicht groß sprechen. Sie sehen hier diesen Abwärtsturnus. Wir alle wissen, was im Jahr 2014 passiert ist. Knapp vor 1,40, um genau zu sein, 1,39,93 war das Hoch im Mai, um dann hier praktisch diesen ja, mehreren oder besser gesagt einen steilen, wasserfallartigen Abverkauf hier zu initiieren. Und dieser führte eben hier unlängst sogar schon fast bis zur Marke von 1,10. Das Abwärtsmomentum ist enorm und es scheint auch noch nicht beendet. Insofern wollen wir uns mal den Tagesschart anschauen, ob es hier nun doch direkt weiter runtergeht oder hier mögliche Stabilisierungen auftauchen könnten. Wir sehen hier seit ja, Anfang Februar und hier dem Ende Januar bei 1,1097 markierten Tief eine Erholungsphase zunächst und dann hier aber schon mit diesen Kerzen hier vom Beginn des Februar einmal stark rauf, einmal stark runter, einmal stark rauf und wieder stark runter, hat sich hier schon eine gewisse Unsicherheit abgezeichnet. Jetzt in den nachfolgenden Tagen haben wir hier beim Euro gegenüber dem US-Dollar mit einer fallenden Range zu kämpfen. Also die Tagesvolatilität nimmt immer mehr ab. Man will hoffen, dass das hier nicht Tendenzen wie in 2014 werden, wo Euro-US-Dollar im Minimum hier eine Range von 30 Pips an den Tag legte. Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber aktuell hier, Sie sehen den kleinen Auswurf der heutigen Tageskerze. Wir sind heute bislang nur 25 Pips wieder gelaufen. Am gestrigen Tag waren es in Anführungszeichen 77 Pips, auch keine Riesennummer. Im Schnitt sollte sich das Paar so um die 100, 110 Pips bewegen. Das ist dann hier als Normalität zu werten. Mal sehen, was passiert. Letztlich zieht sich der Preis hier zusammen im Tagesschartintervall und man kann hier sozusagen dieses Ganze mit einem symmetrischen Dreieck untermauern, was sich in dieser Art darstellt. Sicherlich ist man hier durchaus auch ein bisschen kreativer in Sachen Anlegung der schrägen Trendlinien, aber das ist sozusagen der Fokus, den ich mir hier ziehe. Wir haben auch auf der Unterseite hier ein Support-Level, der sieht dann, oder das sieht dann besser gesagt so aus. Und hier oben haben wir gerade auf die Tagesschlusspreise bezogen einen klaren Widerstandsbereich. Und das sind die Marken, auf die man letztlich achten sollte, wenn der Euro-US-Dollar wieder mal in Bewegung kommen sollte. Es gilt hier ein Ausbruch auf der Oberseite über 1,1410 per Daily Close. Wäre hier eine sehr, sehr komfortable Sache, um davon auszugehen, dass Euro-US-Dollar hier weitere Impulse bis zunächst hier 1,1560 etwa fährt. Da hätten wir hier den kurzfristigen nächsten Widerstand auf Tagesbasis. Das Niveau hier als nächstes Ziel sozusagen lokalisiert. Wenn es denn ausbricht, über 1,1410, 1,1415, wie gesagt, sollte sich Euro-US-Dollar hingegen für einen Abwärtsmove entscheiden. Das wäre dann hier unterhalb von 1,13 der Fall. Daily Close unter 1,13 dürfte dann in dem Zusammenhang sicherlich relativ zügig hier Richtung 1,1097 zum letzten Verlaufstief führen. Und die runde Marke von 1,10, diese Hausnummer hier, ist sicherlich dann eines der nächsten Ziele, was der Euro gegenüber dem US-Dollar anpeilen sollte, sofern es denn eben hier den Ausbruch nach unten gibt. Vom Wochentag her selber haben wir hier heute natürlich wenig Positives zu erwarten. Wer die Statistik schon kennt aus den letzten Sendungen, weiß, dass gerade zum Wochenabschluss hier Euro-US-Dollar immer wieder mit einer Schwäche gesegnet ist. Heute am Donnerstag, hier während der vergangenen 52 Handelswochen, nur mit 38% positiven Schlusspreise. Das ist statistisch ein schwacher Wert. Also hier durchaus ein größerer Hang für negative Schlusspreise. Und wenn das Ganze eben hier unterhalb von 1,13 enden sollte, dann wäre dies hier eine Annahme für eine weitere bärische Entwicklung. Die heutige Fuzzy-Vektorlogik auf Intraday-Basis gibt hier eher ein anderes Bild ab. Wir sehen hier, wenngleich die Tendenzen heute voneinander abweichen, also insofern die Relevanz der heutigen Fuzzy-Vektorlogik durchaus infrage gestellt werden darf, denn wir sahen hier oder theoretische Aufwärtsimpulse in der Asia-Session hätten hier erfolgen müssen. Dann Rücksetzer European Session mit Beginn des US-Handels, dann hier wieder eine Aufwärtstendenz. Wir sehen, hier hat sich das Paar mehr oder weniger aufgrund der Range der Vortage wenig bis überhaupt nicht bewegt. Und insofern muss man sehen, ob hier der mögliche Drive am Nachmittag Einzug halten könnte. Die Asia-Session, den Hype nach oben, haben wir schon mal verpasst, hier im 30-Minuten-Chartintervall. Und wenn es denn hier dazu kommen sollte, dass wir heute Nachmittag, heute stehen wieder die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 14:30 auf der Agenda, wenn hier die Daten, wie auch immer, mit anderen gepaart,
zu einem Aufwärtsimpuls führen sollten, dann hätte man hier zum Beispiel am frühen Nachmittag die Möglichkeit, auf einen Aufwärtsimpuls zu setzen. Die Marke dann hier, das wollen wir noch abrunden, 1,14 allerdings wahrscheinlich erst während der Abendsession erreichbar und insofern hier eher die Tendenz, dass wir uns weiter zäh entwickeln dürften. Schauen wir noch zu guter Letzt vielmehr auf den Stundenchart, um nochmal die Intraday-Bewegung besser einzufangen. Wir sehen hier diese, ja, auch hier grobe zähe Seitwärtsrange, die sicherlich den Intraday-Handel auch aus meiner Sicht persönlich beim Euro-US-Dollar recht schwierig gestaltet. Sie wissen, ich bin hier präferierter Trendfolger und lege hier den Fokus auf Trendbewegungen. Und wenn wir das hier beim Euro-US-Dollar sehen, dann ist es eher schwierig, hier saubere Trendbewegungen zu erhaschen, die dann auch entsprechendes Momentum in die ein oder andere Trendrichtung eben begünstigen. Was wir aber hier sehen, ist eben die zunehmende Verkeilung des Preises hier in Form des symmetrischen Dreiecks auf großer Ebene. Faktisch, wir haben heute hier gerade vor kurzem nochmal einen Impuls gesehen Richtung Daily Pivot Point. 1,1363 ist der heute. Unterhalb dieses Pivot Points ist einfach Uso am Devisenmarkt, dass man davon ausgeht, dass der Markt eher eine fallende Tagestendenz aufweist, diese dann eben hier diese Support Levels ins Visier bringen dürfte. 1,1310 Support Level 2 wäre hier ein technisches Ziel, was durchaus erreichbar sein könnte. Andererseits, wenn wir uns hier über 1,1363 etablieren und hier ein neues Tageshoch machen, hier aus der Morning Session, das war 1,1373, wenn wir darüber gehen, dann haben wir sicherlich Chancen, das gestrige Tageshoch anzugreifen. 1,1389, hier haben wir auch bei 1,1390 das Resistance Level 1 vom Pivot Point, also dann hier ein komfortables Niveau, um hier nach oben sozusagen die ersten Zielzonen abzusehen. Wir haben dann allerdings natürlich hier bei rund 1,14, 1,14,10 diesen Widerstand auf Tagesbasis. Hier 1,14,16 Resistance Level 2 passt hier mit dem Support Level 2 zusammen. Also hier nach oben und unten haben wir hier klare deckelnde Marken und erst ein signifikanter Ausbruch darüber dürfte weiteres Potenzial hier entfalten. Achten Sie drauf, Euro ist dann ebenfalls spannend. Unter Umständen ist es ein Spannungsaufbau, der in Kürze hier dann auch seine bullische Auflösung erfährt. Wir werden das beobachten. Würde mich freuen, wenn Sie weiter dabei bleiben. Devisenradar jeden Tag 9:30 Uhr. Ansonsten gibt es nachher noch auf dem JFD Desktop im JFD Live Trading TV noch die ein oder andere Analyse zu einem DAX-Wert bzw. dem DAX selbst, wenn Sie mögen. Also in dem Zusammenhang, bis später, beste Grüße, Ihr Christian Kemp.